Moin, gute und hallo, es ist wieder Freitag, also Happy Friday, auch wenn der Blick aus dem Fenster hinten jetzt nicht allzu viel an Happiness verspricht. Ich wurde jedenfalls bei meinen Hausbesuchen diese Woche ziemlich durchgewaschen. Heute ein Beitrag dazu, wie wichtig die Vernetzung der Stadt mit übergeordneten Behörden ist, insbesondere da der städtische Haushalt derzeit keinerlei Spielräume besitzt, die zudem auch teils selbst verschuldet sind. Ich habe mich auch deshalb im Wahlkampf mit kostenintensiven Versprechungen weitgehend, aber trotzdem deutlich zurückgehalten. Ein gutes Netzwerk ist eine gute Voraussetzung, denn nur gemeinsam ist man stark. Hier war ich mich mit unserer CDU-Kreisvorsitzenden und hessischen Europaministerin Lucia Puttrich diese Woche einig. Wir haben uns über aktuelle Themen unterhalten und eine enge Zusammenarbeit vereinbart. Denn wenn man für Reichelsheim viel erreichen will, dann ist es wichtig, wenn man auf den unterschiedlichsten Ebenen, sei es Land, Kreis, Bund oder auch der europäischen Ebene vernetzt ist. Und daher ist es immer wichtig, den Draht zu halten, zu sehen, was wann und was wo läuft. Denn ohne Fördermittel wird die Stadt kaum noch ein Projekt in naher Zukunft stemmen können. Ich erinnere nur an das von Bürgermeister Bertin Bischofsberger und von der CDU unterstützte Konzept der neuen Mitte in Reichelsheim. Statt ja fast 40 barrierefreien, hochwertigen Wohnungen, einer vollumfänglichen Ärztepraxis, weiteren Läden wie einem Café oder einem Optiker, sitzt die Kommune jetzt auf einer siebenstelligen Summe, also einer Millionensumme, zulasten des Steuerzahlers. Das ist das Ergebnis von SPD und FW in der Stadtverordnetenversammlung zu diesem Thema. Das Geld fehlt jetzt bei vielen Projekten, die ich umsetzen möchte, und es wird auch andere bereits beschlossene Projekte verzögern. Tja, und stattdessen sitze ich jetzt hier und studiere Förderprogramme. Das zeigt sich auch in der Diskussion um den Standort Neue Kita in Reichelsheim. Ein Multifunktionsmodell von Bürgerhaus auf der einen Seite und Kita auf der anderen als Alternative zur Nutzung mit weitreichenden Synergieeffekten zwischen beiden Projekten, das muss vom Ende her geplant werden, sprich vor dem Hintergrund möglicher Zuschüsse. Sollten wir eine realistische Chance sehen, hier eine veränderte Konzeption vorzunehmen, dann müssen wir ein solches Konzept nach möglichen Förderprogrammen stricken. Ansonsten wird das keine Aussicht auf Erfolg haben. Politik muss von den Bedürfnissen der Menschen her gedacht werden. Das weiß ich eigentlich aus langjähriger Erfahrung. Junge Leute beispielsweise, die wollen günstige Bauplätze, Einkaufsmöglichkeiten, einen Kita-Platz oder eine gesunde Sportinfrastruktur. Dabei geht es auch nicht nur um aktuelle Themen. Wichtig ist es, dass die Bürger auch das Vertrauen in die Lösungskompetenz künftiger Herausforderungen haben. Dass ich dabei nicht aus der Verwaltung komme, wie mir diese Woche vorgeworfen wurde, das sehe ich eigentlich als einen Vorteil. Denn nur so kann ich mit offenem Blick in die Themen einsteigen und immer fragen, warum ist das so, und nicht mit der Attitüde daherkommen, das wird schon immer so gemacht. Wer die Zukunft gestalten will, der muss auch Antworten auf eine sich ändernde Gesellschaft finden. Das zeigt sich in der Definition einer familienfreundlichen Stadt genauso wie in einer nachhaltigen Bauentwicklung, dem Klimaschutz oder Verkehrskonzepten. Nicht nur durch Covid-19, also den Coronavirus, haben die Leute neue Erfahrungen gemacht, was sich an einer, Stichwort Homeoffice, noch stärkeren Bedeutung der Digitalisierung zeigt. Wichtig ist es mir dabei, den Kern der Gemeinschaft in der Stadt, in den Dörfern zu pflegen, die Identität der Orte, der Dörfer zu bewahren und letztendlich auch das Verbindende innerhalb der Stadt herauszustellen. Mein Fazit zum heutigen Freitag: Reichelsheim hat große Chancen, aber das werden wir nur Hand in Hand mit Kreis, Land und Bund stemmen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Happy Friday, macht's gut und bleibt gesund.